Punkt für Agrarwirtschaft und Ernährung. Und hier neu bei einer Einfeldsporthalle. Es gibt einen Ergänzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger, der könnte jetzt uns eingebracht werden. Herr Nitsche, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner, liebe Lehrer und Schüler der Berufsschule, bevor ich mit meiner Rede beginne, beziehungsweise dem, was ich hier kurz dazu zu sagen pflege, nochmal viele Grüße von Frau Unger. Heute ist Premiere des aktuellen Stücks, deswegen ist sie leider nicht anwesend. Meine Damen und Herren, das, was in Alt-Rostal in den nächsten 4 Tagen stattfinden wird, ist bekannt unter dem Begriff Sommertheater. Das findet dort nur in den Wochen vor den Schulferien statt. Und das, was mit der Schule in den letzten 30 Jahren passiert ist, das verdient nicht den Begriff Sommertheater, sondern das ist im Grunde genommen ein Drama, welches sich da vollzogen hat. Ich gehe gar nicht so weit zurück. Ich schaue bloß auf den Stadtratsbeschluss vom 11.04.2019, ein SPD-Antrag Sanierung, Weiterentwicklung, Standort Alt-Rostal. Das ist nicht der einzige Beschluss, der bezüglich des Standorts gefällt worden ist, aber es ist einer, der noch gar nicht so lange zurückliegt. Und wenn man schaut, was passiert ist, sieht man, es ist im Grunde genommen nichts passiert. Und wenn ich auf den Antrag schaue, dann bin ich als erstes erstmal sehr angetan davon, dass es jetzt scheinbar, ist ja noch nichts passiert, aber scheinbar endlich vorwärts geht, dass der Standort eine Sporthalle bekommt. Das ist der erste und das ist ein ganz wichtiger Schritt für den Standort. Wenn ich aber auf die Ergänzungsanträge schaue, sowohl aus dem Stadtbezirksbeirat als auch den Ergänzungsantrag von der SPD, die alle eingebracht wurden und Bestandteil der Beschlussvorlage sind, dann muss ich, der von Kotta stammt ja aus, im Grunde genommen aus meiner Hand, an allem Kritik üben, denn da steht wieder, bekennt sich, wird nochmals beauftragt, bekennt sich zum wiederholten Male und soll deutlich vor 2033 abgeschlossen sein, die Sanierung. Da ist nichts Greifbares dabei. Und das ist meine Befürchtung. Und deswegen möchte ich gern an dieser Stelle den neuen Stadträten eben einen etwas konkreteren Auftrag mitgeben. Deswegen haben wir als Fraktion einen Ergänzungsantrag mit eingebracht. Der ist realistisch und der ist realisierbar. Der ist konkret, der ist terminiert. Und da ist es messbar, ob der Erfolg auch eintritt. Und zwar möchten wir eben ganz konkret ergänzen, dass es für die Bauabschnitte BA2 und BA4 einen Endtermin gibt, bis wann das umgesetzt werden soll. Das ist übrigens noch in der nächsten Legislaturperiode. Das steht natürlich unter dem Vorbehalt der Finanzierung, aber wir sollten als Stadtrat denjenigen, die wir im Grunde genommen lange hingehalten haben, wenigstens die Hoffnung geben, dass der neue Stadtrat einen konkreten Auftrag bekommen hat. Dieser konkrete Auftrag hat noch den Vorteil, dass sobald diese Ersatzneubauten bzw. die Sanierung realisiert sind, die mobilen Raumeinheiten, sprich die Container, an dem Standort dann wegfallen könnten. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir vor einem Jahr ungefähr, ich glaube, es war im Mai, in der Sitzung des Bildungsausschusses vorgestellt haben, wie der Zeitplan höchstwahrscheinlich auszusehen hat. Und da war ein Endtermin von 2031 vorgesehen. Im Januar diesen Jahres haben wir mitgeteilt bekommen, dass der Endtermin wahrscheinlich 2033 liegt. Das sind alles keine Bestandteile von Beschlüssen. Deswegen jetzt hier ganz konkret 2 Daten, die wir ergänzen wollen, damit wir ein Signal an den kommenden Stadtrat senden und damit wir ein Signal
an die Schulgemeinschaft senden, dass es nicht nur um eine Sporthalle geht, sondern dass es um genau die wichtigen Räume für den wichtigen Unterricht in all den dort angebotenen Fächern geht. Vielen Dank. So, damit kommen wir zur Diskussion. Mir ist nur eine ganz feste Wortmeldung signalisiert, andere bei Bedarf. Und deswegen sage ich erstmal die eine feste, Herr Pinkert. Und dann gucken wir mal, ob daraus sich Bedarf entwickelt, dass weitere reden sollten. Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger, wir haben, wie der Herr Nitsche schon gesagt hat, wieder mal das BSZ Altrostal hier auf der Tagesordnung. Es freut uns ungemein, dass es jetzt endlich losgeht mit der Turnhalle. Erstmal zur Baukubatur, muss ich sagen, hat endlich mal die Stadt, weil wir dort eben ein Denkmalschutzgebiet haben, mal kein Flachdach geplant. Demzufolge können wir davon ausgehen, das wird eine der wenigen Turnhallen sein, die nach 10 Jahren immer noch dasteht und es nicht reinregnet, was uns freuen wird. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass wir diesen Ergänzungsantrag von den Freien Wählern natürlich voll unterstützen und demzufolge auch dann punktweise abstimmen lassen wollen. Das heißt also, die 6, 7, 8 wollen wir gesondert abstimmen lassen, weil eigentlich die 9, der neue Punkt 9, diese alles ersetzen würde. Jetzt zum BSZ Altrostal. Es wurde ja von vielen Fraktionen immer wieder hier die Schulleiterin eingeladen und ich sage mal, ich würde es bald sagen, politisch missbraucht worden. Ja. Und es kommen auch demnächst wieder Anträge hier, wieder um BSZ Altrostal auf die Tagesordnung. Da geht es wieder um Unterbringung von Jugendlichen in der Ausbildung. Und dann kann ich nur sagen, da gab es mal einen Antrag von der AfD 2020. Da wurde vom Großteil ja abgelehnt. Das Schloss Rostal dümpelt immer noch dahin, weil die versprochene Nutzung seitens der Stadt durch eventuell durch die Landeshauptstadt, also durch, normalerweise durch den Freistaat, bis jetzt nicht erfolgt ist. Niemand weiß, was eigentlich mit dem Schloss passieren soll. Es wird wahrscheinlich so lange gewartet, bis es vollständig verfallen ist, weil verkaufen kann es die Stadt ja nicht, weil da ist ja der Stadtrat alle hier dagegen. Ja. Und was noch zu bedenken ist, wir hatten ursprünglich gefordert, wo es um die Turnhalle ging, mit dem Bau der Turnhalle und mit dieser Ausgliederung des Schlosses aus dem Berufsschulzentrum, wäre die Zuwägung zum Berufsschulzentrum eine andere. Das bedeutet, dass die Kinder im Moment, oder die Jugendlichen sind es ja, im Moment eigentlich einen unbefestigten, nicht vorhandenen Gehweg einfach, ich sag mal so, am Straßenkörper direkt entlang laufen, auch in der Dunkelheit, weil dort keine Beleuchtung vorhanden ist, zur nächsten Bushaltestelle. Wir haben gesagt, bitte plant dort gleich mit einem im Bau der Turnhalle einen Fußweg zu bauen, ja, um die Sicherheit unsere Jugendlichen zu gewährleisten, wurde hier einvernehmlich in den Ausschüssen abgebügelt, auch seitens der Verwaltung. Ich hoffe, die Verwaltung kommt noch dahinter und baut eventuell doch noch einen Fußweg im Zuge des Baus der Turnhalle. Und wir wünschen uns, dass natürlich der Turnhallenbau planmäßig abläuft und wirklich 2026 in Betrieb geht. Danke. Herr Pinkert, sind Sie mal noch mal so lieb und sagen Sie, was wollen Sie separat abgestimmt haben? Zusammen oder als Komplex? Okay, also in zwei Akten. Okay, gut. Verstanden. So, dann habe ich den Blick in den Round. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Dietze, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der Bildungsbürgermeister hat das Projekt BSZ für Agrarmal das Lieblingskind des Bildungsausschusses genannt und das ist es ja auch tatsächlich. Das mag verschiedene Gründe haben, da ist ein bisschen Agrarromantik dabei, das sind aber auch klare sachliche Argumente dabei. Für das Leben auf dem Land müssen wir eben auch die Menschen in der Stadt gewinnen und wir befinden uns ja auch in einer Konkurrenzsituation, was die BSZs mit anderen Landkreisen angeht. Das Ganze führt jetzt, ich nenne das mal vorsichtig, sein Überbietungswettbewerb. Da soll jetzt die Turnhalle vor 26 fertig werden, die Sanierung vor 31 oder deutlich vor 33. Also wir haben jetzt hier so einen kleinen Blumenstrauß bekommen und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an diesen Spruch, Gras wächst nicht schneller, indem man dran zieht. Die Turnhalle,
hat uns nun die Verwaltung sehr ausführlich dargelegt. Die Ausschreibung läuft noch bis September, dann nochmal 18 Monate Bauzeit, schwieriges Terrain. Das wird auch diese Zeit in etwa brauchen. Wenn es sehr gut läuft, ein Monat eher. Was die Sanierung, und das ist ja jetzt eigentlich der Kernpunkt, um den es jetzt hier geht, obwohl es ja eigentlich nur eine Vorlage für die Turnhalle ist, was die Sanierung angeht, bewegen wir uns natürlich hier, und das müssen wir auch mal klar aussprechen, in dem Bereich des Haushaltsvorgriffes. Und jetzt kann man natürlich darüber denken, wie man will. Ein, was ist klar, so wirksam wird es nicht werden, wie sich das die Antragsteller hier erhoffen. Denn ob es wirksam wird, liegt eben einfach mal daran, wie bindend das der OB hier ansieht und natürlich auch, wie bindend das die beschworenen Stadträte, neuen Stadträte dann auch ansehen werden. Mit anderen Worten, wir wecken hier auch ganz schön viel Hoffnung. Nun gibt es nur einen Unterschied zu all dem, was dieser Spruch mitbringt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Zumindest machen wir in dem Fall keinen Schaden, wenn wir dran ziehen. Also ziehen wir ein Stück mit dran und hoffen, dass es tatsächlich so durchgeht. Wir werden den Anträgen soweit auch zustimmen und hoffen, dass dann tatsächlich es zu einer Sanierung kommt. Jetzt waren noch so verschiedene Sachen hier von der AfD aufgeploppt. Ich sage nur noch mal, wir müssen das Thema Schloss und BSZ Agrar tatsächlich auch mal zu einer Trennung bringen. Weder bietet das diese Räumlichkeiten, noch können wir das dort an der Stelle die Sanierung des Schlosses in der Form abbilden. Im Gegenteil, es würde eher noch die Sanierung des, oder ich sag mal, die bessere Renovierung und Sanierung des BSZ Agrars behindern. Also das wäre völliger Quatsch, wenn wir das jetzt hier in irgendeiner Weise noch mit dazu nehmen, aber schön, dass es angesprochen wurde. Das andere ist der Fußweg. Hier bitte ich einfach noch mal um eine Stellungnahme der Verwaltung. Danke. So, weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Dann Kollege Donhauser. Ja, also noch mal speziell zu der angesprochenen Problematik Fußweg. Es ist auch weiterhin geplant, dass der Haupteingang des BSZ Rostal dort erfolgt, wo er jetzt ist. Das heißt also 100 Meter von der Bushaltestelle entfernt, die also auch entsprechend, zwar mit Pflaster, da kann man sicherlich drüber streiten, aber auf jeden Fall befestigt ist. Der Zugang zur Sporthalle von den Schülern wird also über das Schulgelände des BSZ sichergestellt. Die brauchen dort nicht da auf den unbefestigten Wegen an der Saalhausener Straße laufen, und der Zugang für die Sportvereine, da bauen wir ja extra nochmal eine quasi wie eine Stichstraße dort ein, die wird separat erfolgen, sodass die nicht über das Schulgelände müssen, aber die Schüler, weil es gerade nochmal Herr Pinkert angesprochen hatte, die Schüler werden weiterhin über das Schulgelände in die Sporthalle gelangen und brauchen dort nicht auf den unbefestigten Wegen langlaufen. So, damit steigen wir ein in die Abstimmung. Zunächst habe ich den Ergänzungsantrag der Freien Wähler, einen Punkt 9 zu ergänzen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 5 Nein, 23 Enthaltungen. Wer das so aufgenommen jetzt war, beantragt, dass wir die Schlussabstimmung in Komplexen machen. Dann darf ich den federführenden Ausschuss zunächst in den Punkten 1 bis 5 zur Schlussabstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. Jetzt die Punkte 6 bis 8. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 12 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Und jetzt nach dem zusätzlichen zugenommenen Punkt 9, wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
33, ja, keine Nein, 30 Enthaltungen damit ebenso beschlossen. Und damit sind wir durch diesen Punkt insgesamt durch. So, das führt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt.